Oft sind Autos in der Realität schlechter als in den Hochglanzprospekten der Hersteller. Doch der Taycan ist ein echter Turbolader. Los geht's! Herzlich willkommen an der Tankstelle. Wir sind bei Aral und wir wollen den Porsche Taycan aufladen. Ja, ihr fragt euch sicher, was ich mich hier rumtreibe an einer klassischen Tankstelle, wenn ich ein E-Auto aufladen will. Ja, wir wollen hier den Taycan aufladen und wir wollen gucken, wie schnell er lädt. Es ist ja ein bisschen weniger als ursprünglich angekündigt, warum das durchaus Sinn macht und ob er die versprochenen 270 kW denn überhaupt schafft und wie schnell das überhaupt ist, 270 kW, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, da hinten tankt die alte Welt und hier tankt die Zukunft. Eine Aral-Ladestation. Ganz in der Nähe von der Autobahn und wir schauen mal, wie das hier so aussieht. Ein Model 3 steht hier rum, alles schön markiert, schöne Bodenmarkierung. Dann ein Schild, 2 Stunden, so lange wollen wir ja nicht stehen. Da hinten pfeift es komisch in dem Kasten, ich weiß nicht, ob man es hört. Und hier habe ich vor wenigen Minuten den Porsche Taycan angesteckt. Und wir gucken mal, wie schnell er lädt. Hier ist ein Display und er lädt jetzt mit 255 kW Leistung und 9 Minuten 15 Sekunden und ich bin mit 1% angekommen und habe jetzt schon 44%. Also bei 10 Minuten fast den Akku halb voll, das ist echt grandios. Alleinstellungsmerkmal aktuell des Fahrzeuges in der Klasse der Elektrofahrzeuge und wir schauen mal noch drinnen, was das Auto sagt. Ja, während des Ladevorgangs kann ich es mir auch ein bisschen größer hier aufmachen. Hier habe ich so eine schöne Grafik. Hier ist auch so eine leichte Wellenbewegung oben in dem Akku zu sehen. Und ich habe hier in den 10 Minuten schon 48% jetzt. Das geht hier ständig weiter. Er lädt mit 18 Kilometer pro Minute. Und 168 Kilometer sind jetzt schon wieder drin in den 10 Minuten, seit ich das Auto angesteckt habe. Und schon sind wir bei 50%. Mit 1% hatten wir ja angesteckt. Das heißt, bis ich ausgestiegen bin, sind es sicher 51%. Das heißt, halber Akku in 10 Minuten 40 Sekunden. Hammer! Aber mal sehen, wie lange er die hohe Ladeleistung hält. Ah, er geht schon ein bisschen runter. 204 kW. Oh, wie enttäuschend. 204 kW beim Halten bei 55%. Und in der Spitze 255, es sind 7 Grad draußen, aber das Auto wurde beschwingt, aber nicht Vollgas oder nicht Vollstrom zuvor bewegt auf der Autobahn. Akku sollte also einigermaßen auf Betriebstemperatur sein. Aber natürlich sind das extrem hohe Ladeleistungen, die natürlich auch Stress verursachen für die Batterie. Hier muss er also entsprechend was weggekühlt werden. Wir gucken mal, ob wir hier was merken, ob er kühlt. Ah, hier kommt ein ganz klein bisschen, na, zum Händewärmen reicht es noch nicht. Es surrt ein bisschen, aber ein Tesla im Sommer, da geht es ja anders zur Sache. Aber ist ja jetzt Winter. Mal gucken, ob hier hinten vielleicht auch noch Wärme kommt. Ne, hier ist nichts. So, ich habe über der Ladesäule geguckt. Viertelstunde ist rum. Ich habe geladen 59 Kilowattstunden. 166 kW, die momentane Ladeleistung. Und der Akku ist 2/3 voll. Wie viele Kilometer sind das, die ich jetzt in der Viertelstunde reingepumpt habe? Wir sind ja vorher Autobahn gefahren. Da justiert sich die Kilometeranzeige. Und ich habe hier 230 real zu fahrende Autobahnkilometer. Winterlicher Fahrbetrieb, 150 km/h gefahren sind wir hier vorher. In der Viertelstunde reingepackt. Tja, liebe Porsche-Fahrer, kaufen, sage ich nur, kaufen. Das ist schon geil. Ja, ursprünglich hatte ja Porsche 350 kW Ladeleistung angekündigt. Wir haben uns auf der IAA da mal mit einem Techniker unterhalten, warum es dann nicht dazu kam. Es heißt dann immer Feature zurückgezogen in den Medienberichten. Klar ist, der Bericht, dass das Auto 270 kW Peak lädt, kam bevor, oder so stand es auch im Prospekt, bevor überhaupt man eine verbindliche Bestellung auf das Auto abgeben konnte. Insofern ist zurückgezogen also relativ. Man hätte sicher die 350 kW machen können. Allerdings, das Auto ist ja nun nicht gerade ein Leichtgewicht. Das ist ja allgemein bekannt. Das ist ja eine krasse Sportmaschine, die wie auf Schienen um die Kurven geht. Lenkende Hinterachse, Zweiganggetriebe. Das hat alles sein Gewicht. Und genauso sein Gewicht hat natürlich ein Kühlsystem für ein Batteriemanagement. Und für das letzte bisschen hätte man also vermutlich noch mal mehr Geld, mehr Gewicht und vermutlich auch mehr Alter
Förderung investieren müssen, um das Fahrzeug damit auszustatten. Und hätte dann vermutlich zur Folge gehabt, dass ich jetzt in der gleichen Zeit nicht bei 70% Ladestand wäre, sondern vielleicht bei 75% Ladestand. Und dafür, dass ich ja den Taycan nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat auf Langstrecke bewege, macht es aus unserer Sicht durchaus Sinn, am oberen Ende der Skala ein kleines bisschen zu kappen und das Auto dann doch ein kleines bisschen vernünftiger zu machen, weil ansonsten ist der Taycan ein leider ziemlich unvernünftiges Auto. Leider geil. Wir sind hier bei 80%, das Ganze in 21 Minuten, 73 Kilowattstunden geladen und die Ladeleistung ist jetzt runter auf 85 kW. Ja, einige Fragen sind noch offen. Erstens, warum hat das Auto nicht mit den versprochenen 270 kW geladen? Zweitens, was bringt das 800-Volt-System des Porsche Taycan? Drittens, entspricht die Ladezeit dem Porsche-Datenblatt oder dem Prospekt? Und viertens, ist die Ladegeschwindigkeit wirklich Bestwert unter den aktuellen Serien-Elektroautos? Ja, warum keine 270 kW? Tatsächlich ging die Ladeleistung nicht über 255 Kilowatt hinaus. Wenn ihr im Winter an einen Schnelllader fahrt mit eurem E-Auto, kann es passieren, dass man weniger Ladeleistung bekommt als erwartet. Das wäre soweit erstmal normal. Aber der Akku erwärmt sich beim Fahren und ermöglicht meist auf längeren Strecken dann höhere Ladeleistungen. Viele Autos können die Batterie auch aktiv heizen, natürlich auch der Taycan oder aktuelle Tesla-Fahrzeuge. Porsche beziffert die optimale Batterietemperatur für einen Ladevorgang bei 30 bis 35 Grad Celsius. Wer also sein Auto, egal welches, nachts bei Kälte draußen parkt, sollte nicht davon ausgehen, direkt nach dem Start am nächsten Morgen das Auto vernünftig irgendwo schnell laden zu können. Wer aber zu schnell fährt, also wirklich richtig schnell oder im Hochsommer, kann auch eine reduzierte Ladeleistung haben, weil der Akku auch irgendwann einfach zu heiß ist. Dann wird natürlich gekühlt, sofern es das Auto kann. Der Taycan kann es natürlich, Tesla auch. Wir gehen aber davon aus, dass wir in unserem Test optimale Bedingungen vorliegen hatten, was die Temperatur angeht, denn der Ladevorgang war verdammt flott, wie wir gleich sehen. Wo der Wert von 255 kW statt 270 kW also herkommt, das können wir nicht genau sagen. Möglich wäre ein Limit von der Ladesäule oder ein Limit des Fahrzeuges, das doch abweichende Software aktuell noch aufgespielt ist, oder eine geringe Abweichung von der Optimaltemperatur der Batterie. Wir werden es vermutlich in künftigen Testvideos noch herausfinden. Was bringt nun das neue 800-Volt-System? Umgangssprachlich könnte man sagen, es tut einfach alles nur halb so weh. Die meisten Elektroautos laufen ja irgendwo im Bereich Bordspannung 400 Volt. Wenn ich bei gleicher Stromstärke die Spannung verdopple, verdopple ich sowohl die Antriebsleistung als auch die mögliche Ladeleistung. Aber ich muss die Kabel dabei nicht dicker machen und ich brauche auch keine größeren Stecker, um das Auto aufzuladen. Um auf die 800 Volt zu kommen, brauche ich auch nicht mehr oder andere Zellen. Die vorhandenen Zellen, beim Taycan sind es 396, werden einfach nur anders verschaltet. Die Architektur so eines Akkus ist also eine Kombination aus verschiedenen Reihen- und Parallelschaltungen der Zellen. Aber natürlich brauche ich andere Hardware, das heißt, ich brauche andere Antriebsmotoren, ein anderes Bordladegerät zum Normalladen also, sowie andere Klimageräte. Hat das Auto die Herstellerangabe erfüllt? Nein, hat es nicht, denn der Taycan hat tatsächlich schneller geladen als von Porsche versprochen. Im Prospekt steht 5 auf 80% in 22,5 Minuten. Wir haben geladen von 1 auf 80% in 21 Minuten. Die unteren 4%, da braucht das Auto knapp eine Minute. In Summe waren wir also ungefähr 2,5 Minuten schneller als angegeben. Das sind mal eben 10% schneller. Mit Turboladern scheint sich Porsche offenbar gut auszukennen. Eventuell hat sich Porsche aber auch etwas Katalogreserve gelassen, sozusagen um die Kundenzufriedenheit abzusichern. Wir finden das durchaus sympathisch, denn bei den meisten Herstellern wird auf den Homepages oder im Verkaufsgespräch gerne mal viel oder auch zu viel versprochen. Auch wenn wir bei Nextmove Elektroautos an Nutzer übergeben, versuchen wir die Erwartungen zunächst etwas zu dämpfen. Und viertens, ist die Ladegeschwindigkeit wirklich Bestwert unter den aktuellen Serien-E-Autos? Zunächst hat der Taycan ja mit seinen 270 kW die höchste Ladeleistung am Markt. Aber was sind schon Kilowatt und Minuten von 5 auf 80%? Interessiert das die Leute, die so ein Auto fahren? Man muss natürlich auch berücksichtigen, wie weit die Autos mit dem geladenen Strom denn tatsächlich fahren. Sozusagen eine Betrachtung in nachgeladenen Kilometern in einer bestimmten Zeit, also Kilometer pro Stunde, aber eben nicht beim Fahren, sondern beim Laden. Das wollen wir auch tun. Wir nehmen dazu die Verbrauchswerte aus unserem letzten Testvideo Porsche Taycan Turbo und Tesla Model 3 Long Range Heckantrieb auf der deutschen Autobahn bei 7 Grad Außentemperatur und 150 Kilometer pro Stunde, sofern
verkehrsbedingt möglich. Viele von euch haben das Video sicher gesehen. Wer es noch nicht kennt, wir verlinken es an dieser Stelle nochmal. Die Ergebnisse haben für einige Aufregung in den Kommentaren unter dem Video gesorgt. Ja, für unseren Ladevergleich nehmen wir die Ladekurve eines Tesla Model 3 an einem Ionity-Schnelllader. Es gehen natürlich auch andere mit der gleichen Leistung. Wir haben da eine Ladekurve gefunden, die offenbar einen optimalen Ladevorgang zeigt von 3% auf 80% in 29 Minuten. Nach unserem Testverbrauch bei 150 km/h entsprechen diese 80% Aufladung 266 zu fahrenden Kilometern. Beim Taycan waren es 1% auf 80% 21 Minuten, die 80% wären beim Taycan 251 real gefahrene Autobahnkilometer. Welche Ladegeschwindigkeiten in Kilometer pro Stunde ergeben sich also aus diesem Testszenario? Model 3 550 km pro Stunde, Porsche Taycan Turbo 717 km pro Stunde. Aber das ist noch nicht das Ende vom Lied. Beim Taycan haben wir ja gesehen, ist nicht mehr viel Luft nach oben, denn wir haben ja schon schneller geladen, als Porsche im Prospekt schreibt. Aber beim Model 3 ist offenbar noch Luft nach oben, denn in Europa werden gerade die ersten Supercharger der dritten Generation aufgebaut. Wie sehr verkürzt die höhere Leistung an den neuen Superchargern den Ladevorgang auf 80%? Dort soll das Model 3 dann bis 250 kW Ladeleistung aufnehmen. Wir haben uns dafür einen aufgezeichneten Ladevorgang aus Kalifornien eines Model 3 rausgesucht. Dort lädt das Auto in 24,5 Minuten auf 80%, also knapp 5 Minuten schneller als hierzulande an einem Ionity-Schnelllader zum Beispiel. Wir hatten also fürs Model 3 550 km pro Stunde an einer Ladesäule mit 190 kW Leistung in Europa. Supercharger Version 3 macht 651 km, aber der Taycan ist immer noch schneller. Wir erinnern uns, 717 km pro Stunde nachgeladen. Aber die Model 3 Fahrer sind natürlich zu Recht kritische Zuschauer hier auf dem Kanal. Wer möchte schon bis 80% laden, wenn die Ladekurve hinten so abflacht und auf der Langstrecke man schneller ist, wenn man kürzer lädt, zum Beispiel nur bis 50%. Das haben wir uns natürlich auch noch angeschaut und folgende Knallerzahlen für euch. Jetzt also 0% auf 50% gerechnet. Tesla Model 3 an Ionity 766 km pro Stunde. Der Taycan schafft in diesem Ladefenster 856 km pro Stunde. Und das Model 3 an einem Supercharger Version 3 schafft 905 km pro Stunde. Das alles natürlich Werte, die zum einen keine ganze Stunde durchgehalten werden. Zum anderen noch ein Hinweis an dieser Stelle. Tesla zeigt ja auch im Display die Ladeleistung in Kilometer pro Stunde an. Und dort werdet ihr höhere Werte vorfinden, weil sich die Kilometerbasis nicht an eurem Fahrstil orientiert und dem tatsächlichen Verbrauch, sondern nur dem theoretischen angezeigten Wert. Bei Vollladung, bei dem heckangetriebenen Model 3 sind das eben 520 km, die wir auf der Autobahn im Winter bei 150 km/h natürlich nicht geschafft haben. Außerdem haben wir hier und da noch ein kleines bisschen gerundet. Ob der Ladevorgang nun bei 1, 2 oder 3% startete, haben wir außer Betracht gelassen, weil da oft nur eine halbe Minute dazwischen liegt. Ja, derzeit ist also der Porsche Taycan tatsächlich das schnellste Auto an der Ladesäule hierzulande, gemessen in Kilometer pro Stunde. Das Tesla Model S schneidet in jedem Fall schlechter ab, da es nur maximal ungefähr mit 140 kW lädt. Und Supercharger Version 3 mit höherer Ladeleistung gibt es aktuell in Europa, ich glaube, erst einen Standort. Aber mit aktuell ist auch die kalte Jahreszeit in Deutschland gemeint. Wir hatten ja über die Kälteempfindlichkeit der Tesla-Akkus im letzten Video schon berichtet. Das Tesla Model 3 fuhr also bei 150 km pro Stunde Maximum nur 6% weiter als der Porsche Taycan. Wenn es im Frühjahr wärmer wird, steigen natürlich auch die Reichweiten und damit auch die Ladegeschwindigkeiten bezogen auf Kilometer pro Stunde Ladeleistung. Und vielleicht ändert sich ja damit auch das Ranking. Kanal gerne abonnieren, wir werden die Sache auf jeden Fall im Auge behalten und auch weitere Tests durchführen. Das Rennen geht gerade erst los. Wir freuen uns auf die spannende Langstreckenreise gemeinsam mit euch. Wenn ihr mögt, sehen wir uns schon am Freitag wieder um 18 Uhr in unseren Next News mit den wichtigsten Themen um die Elektromobilität in dieser Woche und das Ganze noch kürzer als einmal Taycan aufladen.